Hier dashen wir mal kurz durch, töten die. Töten das Ding. Und ja, die Dinger werden uns ja sogar angezeigt auf der Map. So. Jetzt ist der auch mal weg. Ich würde sagen, wir aktivieren mal den Teleporter. Und kommen in der Stadt raus. Sehr schön. Okay, damit können wir uns dann wieder zurück teleportieren. Aber jetzt gehen wir erstmal... Erstmal kaufen wir uns Combo. Weil Combo finde ich niemals nicht so schlecht. Und dann brauchen wir definitiv... Kann ich dir jetzt irgendwie so ein Ding geben? Oder muss ich erst ihm hier geben? Nein. Oh, ach so, okay. Ich muss das in den Korb neben ihm setzen. Schwertschaden erhöhen. Das ist schon mal keine schlechte Idee, wenn ich schon sonst nichts erhöhen kann. Also einfach in die Körbe neben ihnen legen, gibt ihnen ein Level up. Okay, habe ich jetzt verspielt, aber egal, ich werde es ja irgendwie noch hinkriegen. Ah, und dich da oben sehe ich doch. Nur wie komme ich an dich ran? Also ja, da oben ist eine Truhe. Ach so, Wasser ablassen. Man sieht es hier nämlich, hier ist ein Stück Land und wir wissen ja, wir müssen pumpen gehen. Oh Gott, da ist eine große Kolonie. Wow, das ist... Au, 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 au. Und ja, die hat Reichweite. Das sind die Damage-Dealer. Oh, ein Vendor-Coin. Wie komme ich an die da unten ran? Das sind entweder jede Menge Vendor-Coins. Oder einfach etwas, was mich trollt. Also ich sehe hier keinen Weg und ich glaube auch nicht, dass die so gemein sind und hier unten was hinhaben, was man einschlagen müsste. Ha. Gehe runter, um hochzugehen. Oh, das hier wird lustig. Vor allem mit so wenig Lebenspunkten. So. Spawner-Vieh weg. Jetzt muss noch das Stachelvieh da oben weg. So. Wo war das jetzt schön viel Damage? Wow, sind das schön viele Spucker. Oh, und die sind auch richtig aggressiv, hä? Oh, da oben ist noch so ein blödes Stachelvieh, hä? So, jetzt nicht mehr. Gut, das Ding sind wir losgeworden. Da oben ist gleich das nächste.
Au. So. Äpfel, ich brauche Äpfel oder irgendwas anderes. Eine Bratpfanne. Wow. Die Diagonalspucker sind halt das Problem. Genau die. So, Bratpfanne. Gut, kann der Koch mir dann was kochen, mit dem ich mich heilen kann? Das wäre gar nicht mal so unvorteilhaft. Deswegen gehen wir einfach wieder hoch. Cave Level 3, below the temple. Mhm. Doch, von dir hätte ich gern was, nämlich den Sword Arc, dass ich mehr Rundumschaden machen kann. Was kannst du mir? Health Pool erhöhen, würde ich mich als nächstes drauf konzentrieren, sofern ich nicht noch ein Erz finde für ihn. Und hier eigentlich Combo Healing. Weil noch kriegen wir keine Kombos hin, also nicht so oft. Whisky Business. Also ja, das ist einfach Glücksspiel. Okay. Ob my shop gives you. Ja, hier könnte ich mich wieder auffüllen für ein bisschen Gold. Oder könnte einfach eine Heilpotion kaufen. Weißt du was? Ich fülle mich mal auf. Sicher ist sicher. Weil so oft sterben wollte ich eigentlich auch nicht. Wir sind ja mittlerweile schon einmal gestorben auf dem ersten Level. So, jetzt können wir uns weiter vorwagen. Können wir mal kurz hier gucken. Hier wird nichts sein jedoch. Auch nichts, was wir einschlagen könnten. Da oben sind richtig viele Krabbler und ich habe auch irgendwie da Löcher von der Stachelkolonie gesehen. So. Nest ist weg. Ja, der Winkel sieht gut aus. Wow. Da wäre auf jeden Fall mal Nahrung. Für den Fall, dass ich jetzt gleich von der... Das sieht aus wie eine große Stachel. Ja, da ist die große Stachelkolonie. So. Gleich angegriffen werde. Und die mir Damage macht. So, deswegen futter ich mal was. Das sieht übrigens aus, als ob da noch eine zweite wäre. Oh nein, und wieder so ein Dicker. Und... Nicht gut. Naja gut, er hat... sind nur wenige angefressen. Und er ist alleine. Gut. Gut, 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 gut. Vendor-Coin und noch mehr Damage. Plus 5% Damage dürfte jetzt ein bisschen mehr ausmachen. Als vorher. Wenigstens etwas. Ich habe so das Gefühl, dass es dort weitergeht, deswegen... Ach du meine Kacke. Okay, grüner Schalter macht die Brücke hoch. Safe Point, da drüben ist wieder ein Portalzugang.
Okay, dann geht's doch wohl hier weiter. Aber wir haben einen Save Point und wow, das mit dem Feind war gerade knapp. Ja. Ah, da ist die kleine Stachelkolonie. Und ja, es macht sich ein bisschen bemerkbar, der Schaden. Ich glaube, wir sind von 13 auf 15 jetzt hoch. So. So, dann hole ich mal hier ein bisschen Viehzeug zusammen, dass wir mal den Combo anschmeißen können. Autsch. Ja, ich brauche dringend ein Erz, um meine Defense zu erhöhen. Das geht gar nicht so viel, wie ich gerade einstecke zurzeit. Und dort ist wieder ein Secret. Ank und etwas Gold. Jawohl. Hätte ich schon mal genug für... Für was hätte ich denn genug? Na, nicht für nichts eigentlich. Lebenspunkte-Upgrade kostet etwas über 500. Da muss ich noch ein bisschen sammeln für. So, der ist weg. Einfach mal ein bisschen Grünzeug wegschnitzeln. Und ja, hier gibt es ehrlich nichts, außer hier dem Rätsel. Aber dazu muss ich wirklich erst Wasser runter, das Wasser wegpumpen. Okay, es gibt jede Menge Geld. Sehr schön. Jetzt hätte ich genug für Health-Punkte-Upgrade. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde die Idee von der Expansion gar nicht mal so schlecht mit dem mit der Main Town zum Rückteleportieren. Hat so ein bisschen was von Diablo. Aber hey, man kann nicht immer das Rad neu erfinden. So, will ich wirklich erst hier oben lang zu den Spuckern? Na komm. So. Der ist weg. Au. Ich bin verlangsamt und sonst was. Und der hat mich doch noch seitlich getroffen. Ah, ärgerlich. Na gut. Gehen wir mal hier weiter. Da drüben liegt wieder Erz. Und ja, ich mag das Kombometer. Schon irgendwie. Ah, da hast du dich versteckt. Und deinen Kumpel auf der anderen Seite habe ich auch schon gesehen. Au. Das war wiederum nicht gut. Ach, da unten ist noch einer. Okay, dich habe ich nicht gesehen. Boah, sind das viele Vendor-Coins. Übrigens sehe ich da drüben noch einen Crack in der Wand. Also ich müsste den roten Schalter mal finden. Damit ich auf zu dem Zeug komme. Autsch. Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das war jetzt meine Schuld. Okay, dann lege ich mich mal weiter mit denen hier an. Die sind nämlich nicht so nervig wie die Spucker. Ach so, die habe ich gar nicht gesehen. Plus 5 Health. Na, das ist mal angenehm. Achso, hier unten ist noch einer gewesen. So. Okay. Hier oben geht es wahrscheinlich nur weiter. So, Secret. Sind das überhaupt Mana-Steine oder ist das Geld? Ich glaube, das müsste Geld sein, weil sonst könnte ich es gar nicht einsammeln.